Mit dem Rad nonstop quer durch die USA. 5000 Kilometer, 12 Bundesstaaten, 50.000 qualvolle Höhenmeter. Das ist das Race Across America, das längste und härteste Radrennen der Welt. Das wird jetzt richtig knackig. Also, hart, aber überleben. Die besten Radfahrer kämpfen gegen Zeit, Schlafmangel und Schmerzen. Einer von ihnen ist der Brixner Martin Bergmeister. Der 57-jährige Ausnahmeathlet hat sich ein großes Ziel gesetzt. Er will die USA in weniger als 12 Tagen mit dem Rad durchqueren. Dabei erwarten ihn schlaflose Nächte, Temperaturen bis zu 50 Grad und so manche Überraschung. Das Race Across America. Ein Rennen zwischen Leiden und Leidenschaft. Am Rad fühle ich mich frei, fast grenzenlos. Und wenn ich den Fahrtwind spüre, ist das ein wunderschönes Gefühl. Also beim Sport interessiert mich, meine Grenzen auszuloten. Die Neugierde, was kann ich aus meinem Körper machen? Wie weit kann ich mental auch mich belasten? Gerade Langstreckenrennen fordern mehr die Psyche als die Physis und das macht es sehr spannend. Martin Bergmeister ist Sportler durch und durch. Er ist einer der wenigen Teilnehmer, die sich für das Race Across America qualifiziert haben. Das Rennen startet in Kalifornien und verläuft über rund 5000 Kilometer durch die Wüste Arizonas, über die Berge Colorados, die Westen Kansas und bis nach Maryland an der Ostküste der USA. Jeder Teilnehmer muss die vorgegebene Strecke innerhalb eines Zeitlimits von 12 Tagen absolvieren. Die Hälfte der Radsportler, auch Ultracycler genannt, kommt nicht über die Ziellinie. Dass Martin es schaffen kann, hat er 2016 schon einmal bewiesen. Als erster Südtiroler in der Einzelwertung. Heuer will er es noch einmal wissen. Dafür trainiert er seit gut einem Jahr bis zu 12 Stunden am Tag. Das Race Across America hat für mich einen Legendenstatus. Es gibt im Langstreckenradfahren kein vergleichbares Rennen. Wenn ich zurückdenke, wie ich das erste Mal Bilder vom Race Across America gesehen habe, 1988, habe ich mir gedacht, das ist ja was Einzigartiges. Diese Dramatik dieses Rennens, was diese Athleten durchstehen müssen. Und ich habe immer gedacht, das ist so weit weg für mich. Also es ist fast unmöglich, dass ich jemals sowas, so eine Leistung erbringen könnte. Und über Jahre lang hat mir der Glaube gefehlt, mich an so ein Rennen heranzuwagen. Es muss in einem im Kopf reifen. Der Entschluss muss reifen. Man muss sich entwickeln und nur dann kann man so ein Rennen angehen, wenn man den Glauben gefunden hat, dass man das auch schaffen kann. Das Race Across America ist sicher kein Rennen, wo man sagt, ich gehe hin und probiere mal. Also man muss felsenfester überzeugt sein, dass man das auch schaffen kann. Ultracycling, also das Radfahren über extrem lange Distanzen, bedarf nicht nur körperlicher, sondern auch mentaler Fitness und Vorbereitung. Um die 400 bis 600 Kilometer pro Tag absolvieren zu können, muss Martin nicht nur körperlich topfit sein, auch die mentale Vorbereitung spielt eine entscheidende Rolle. Also das Race Across America spielt sich vor allem oder entscheidet sich vor allem im Kopf. Und man muss sich auch mental auf dieses Rennen vorbereiten. Und ich mache das eigentlich so mit Visualisierung. Ich stelle mir bestimmte Szenen vor im Rennen, die eintreffen können, Probleme, die ich zu bewältigen habe.
und stelle mir dann vor und versuche mir auch die Gedanken zu machen, wie kann ich diese Schwierigkeiten überwinden. Und gerade bei solchen Vorstellungen, bei solchen Bildern, je mehr emotiv sie sind, desto besser prägen sie sich im Unterbewusstsein ein. Man muss sich das also auch so vorstellen, während dem Rennen geht es einem ja nicht immer gut. Es gibt es immer so auf und ab. Und wieder aufs Rad zu steigen, wenn es einem nicht gut geht, das muss sich im Unterbewusstsein abspielen. Das kann nicht ein Wille sein oder momentan entschieden werden. Das muss ein Automatismus sein. Also es muss das abgerufen werden, was in der Vorbereitung eigentlich im Unterbewusstsein abgespeichert wird. Wer beim Race Across America erfolgreich sein will, braucht zuallererst ein gutes Team. Martin wird von Freunden und Bekannten unterstützt, die sich seit einem Jahr intensiv um die Organisation und Finanzierung dieses Mammutprojektes kümmern. Trotz anfänglicher Skepsis waren Chefkoordinator Bruno Felderer und die restliche Crew schnell mit an Bord. Ja, als der Martin mir sein Vorhaben von Amerika erzählt hat, war mein erster Gedanke, der Mensch spinnt. Wie kann man als Südtiroler nach Amerika fahren, von der Ostküste zur Westküste Rennen bestreiten, innerhalb 12 Tage mit täglich 450 Kilometer? Das kann nicht wahr sein, das kann er nie schaffen. Und dennoch, sein Kopf sagt ihm, das schafft er und das wird er durchziehen. Ich glaube, das gesamte Team leidet an der Anspannung. Das heißt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, schafft es der Martin? Haben wir uns genug vorbereitet? Wie schauen unsere Englischkenntnisse aus? Wir sind zu zehnt, davon sprechen drei nur Englisch. Wir sind schon in ein bisschen einem Dilemma drin, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das einfach durchziehen. Allein in den letzten 5 Monaten vor dem Start hat der Brixner Ultralangstreckenradfahrer rund 11.500 Trainingskilometer absolviert. Wie jeden Tag schwingt sich Martin auch heute auf sein 7.000 Euro teures Rad. Während dem Rennen wird er mindestens 18 Stunden pro Tag auf seinem Zweirad verbringen. Damit dabei nichts schief geht, muss sein Arbeitsgerät vor der Reise ausführlich überprüft und gewartet werden. Diese heikle Aufgabe kann nicht jeder übernehmen. Mein Rad darf nur eine Person genauer unter die Lupe nehmen, und das ist mein Radmechaniker und Freund, der Christian von Mr. Bike. Und ich weiß, dass meine Räder bei ihm immer in sehr guten Händen sind. Er betreut meine Räder schon seit vielen Jahren und ich habe bei keinem Rennen noch irgendwelche Defekte gehabt. Also ich nehme 2 Räder mit. Ein Rad ist eingestellt für das flache Fahren und eins für die Bergstrecken. Ich werde jetzt noch ein paar Trainingseinheiten natürlich mit diesen Rädern machen. Und 2 Wochen bevor dem Abflug werden sie doch einmal in einer Generalüberholung unterzogen, wird jede Schraube kontrolliert, alles eingestellt und dann dürfte eigentlich nichts mehr fehlen. Da müsste alles bereit sein. Ich muss mich auf mein Rad verlassen können, weil jede Panne bedeutet auch Zeitverlust. Und man hat während einem Rennen nicht die Ruhe, sich um diese Kleinigkeiten dann zu kümmern. Da reden wir mal von was Wichtigem. Stimmen zum Spiel gestern. Du, Peter. Zur Ruhe kommt der Angestellte beim Gesundheitsministerium in Bozen zu Hause bei seiner Familie. Seine beiden Söhne Peter und Michael sind mächtig stolz auf ihren Vater und drücken ihm fest die Daumen. Also ich würde meinen Vater beschreiben, dass er sehr sportbegeistert ist auf jeden Fall, dass er es vor allem aus Leidenschaft tut, weil er es einfach schön findet. Ich meine, er praktiziert jeden Tag Sport und ich glaube, das bereitet ihn auch Freude. Und deswegen, glaube ich, sucht er auch allem nach neuen Herausforderungen, nach neuen Dingen, die er angehen kann, damit er sich auch, ja, damit er sich auch ein bisschen verwirklichen kann, auch mit seiner Leidenschaft für den Sport. Ja, ich wünsche meinem Vater, dass es ihm, dass alles klappt dort, organisatorisch zum Ersten, dass er alle gesund wieder heimkommen natürlich, dass sich niemand verletzt. Und ja, natürlich, dass er es dann schafft, dass er dann auch ans Ziel ankommt in der
Zeit, die vorgeschrieben ist, und dass er dann seine zweite Plakette mit heimnehmen kann. Es fehlen nur noch wenige Wochen bis zum Start. Ich fühle mich gut. Die Vorbereitung ist ganz nach Plan gelaufen, ohne größere Probleme. Und ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr erwarten, dass das Rennen endlich startet. Für Martin kann das Abenteuer Amerika nun endlich beginnen. Von Brixen aus geht es über den großen Teich an die Westküste der USA, genauer gesagt in die Küstenstadt Oceanside. Im Hauptquartier der Südtiroler wartet bereits die restliche Crew auf Martin. Das sind Teamkapitän Klaus Wiedmann, Chefkoordinator und persönlicher Betreuer Bruno Felderer, Koch Gianni Carrara, Navigator und Chefmechaniker Gebhard Höller, Teamarzt Josef Mulzer und die Fahrer Manfred Reifer, Corrado Stucchi, Hubert Runk und Silvano Vitalba. Für das Team Bergmeister gibt es so kurz vor dem Rennen noch jede Menge Arbeit. Das Rad muss für das Rennen vorbereitet, die Wäsche für 10 Männer gewaschen und Nahrung und Equipment für 12 Tage im Teamcamper untergebracht werden. Das bringt den ein oder anderen schon mal ins Schwitzen. Während des Rennens hat jedes Teammitglied ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Dabei müssen alle penibel darauf achten, keine Regeln zu verletzen. Ansonsten bekommt Martin eine Zeitstrafe. Eine Regelverletzung könnte sogar zur Disqualifikation führen. Damit das nicht passiert, geht Teamkapitän Klaus Wiedmann im Abschlussmeeting noch einmal alle Regeln genau durch. Das ist dieser Tracker, also den der Martin kriegen wird. Das heißt, also den darf man nicht ausschalten. Also jetzt haben wir noch die letzten Vorbereitungen durchgenommen vor dem Rennen. Natürlich haben wir zuerst müssen das Team registrieren, das ist ganz wichtig. Dann kriegt man die ganzen Dokumente, müssen in Ordnung sein. Wir haben die Aufkleber bekommen für die Autos, die wir haben. Wir haben also zwei Minivans, wir haben einen Camper. Und das muss natürlich alles aufgeklebt werden. Sicherheit ist das Hauptziel. Der Martin muss natürlich wieder gesund und munter nach Hause gehen. Ja, und wie wir alle müssen gesund bleiben. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch Streckenänderungen, die zustande kommen sind wegen Schlechtwetter im Midwesten, wegen Flutungen, wieder einbauen müssen ins Programm. Das ist ja alles programmiert von dem GPS, wo wir abbiegen, und jetzt haben es einige Änderungen gegeben. Dann muss man schauen, dass natürlich alles wieder richtig im ganzen Plan dabei ist. Ja, und jetzt sind eigentlich weniger als 24 Stunden vor dem Start. Jetzt haben wir vor kurzem ein Meeting gehabt, dass wir natürlich durchreden, was wir wirklich beim Start machen, wer wo ist. Und ja, und jetzt müssen wir halt einfach noch warten. Heute Abend gibt es noch ein Meeting. Da wird dann der Martin als der Solo-Racer vorgestellt wieder. Und auf das freue ich mich schon. Das ist immer einer der Höhepunkte. Und ja, wir sind eigentlich alle schon begeistert. Für das Team Bergmeister wird es langsam ernst. In wenigen Stunden geht es für die 10 Südtiroler los. Zum traditionellen Rennauftakt wird Martin von den Weltbesten des Ultraradsports in Empfang genommen. Auch der Österreicher Christoph Strasser ist wieder mit dabei. Er möchte heuer zum 6. Mal in Folge das Race Across America gewinnen. Damit wäre er der erfolgreichste Teilnehmer aller Zeiten. Ich denke, das Race Across America ist das größte und wichtigste Rennen im Langstreckenradsport und deswegen einfach der absolute Höhepunkt, den man als Langstreckenradfahrer erreichen kann. Und es ist eine riesengroße Ehre, bei den 5000 Kilometer Nonstop-Rennen dabei zu sein. Es liegt ein Knistern in der Luft an diesem frischen Dienstagmorgen. 38 Einzelfahrer und 38 Teams
haben sich zur diesjährigen Ausgabe des Race Across America im Hafen von Oceanside eingefunden. Sie alle werden ihr Bestes geben, um erfolgreich durch die insgesamt 50 Kontrollstellen, sogenannte Time Stations, zu kommen. In den nächsten 12 Tagen wird Martin versuchen, eine der heißesten Wüsten der Erde zu durchqueren, 3 der größten Bergketten der USA zu bezwingen und knapp 5000 Kilometer mit seinem Rad zurückzulegen. Das ist in etwa 7-mal die Strecke von Brixen nach Rom. Ja, jetzt geht's dann endlich los. Bin allemal mehr nervös natürlich, so kurz vorm Start. Aber jetzt freue ich mich drauf. Und wenn ich mal losstart, dann vergiss ich alles rundherum und denk nur mehr ans Radlfahren. Wenn am Start der Countdown läuft, dann freue ich mich. Jetzt endlich beginnt das Rennen. Es fällt ein bisschen das Ganze drumherum weg. Und das ist ein Gefühl der Befreiung. 5, 4, 3, 2, 1, give it up, Martin ist gestartet. Ab jetzt läuft der Kampf gegen die Zeit. In maximal 288 Stunden muss er die Ziellinie am anderen Ende der USA überqueren, um als Finisher in die offizielle Wertung aufgenommen zu werden. Dafür muss Martin ein unfassbares Pensum absolvieren. 400 Kilometer am Tag. Die ersten 24 Stunden ohne Schlafpause. Anschließend will er mit 1 bis 3 Stunden Schlaf pro Nacht bis zum Ende des Rennens auskommen. Trotzdem muss er Tag und Nacht hochkonzentriert bleiben. Gerade bei gefährlichen Rennabschnitten wie dem Glass Elevator heißt es besonders achtsam sein. Diese Abfahrt ist berüchtigt für ihre steilen Kurven und die gefährlichen Windböen. Der erste Streckenabschnitt bis zur Time Station Nummer 1, Borrego Springs, hat eine sehr interessante Abfahrt. Man fährt 15 Kilometer in die Wüste hinunter und begegnet das erste Mal wirklich extrem heiße Luft. Also von 20 Grad an der Pazifikküste innerhalb von 4 bis 5, 6 Stunden auf 45 Grad. Auch heuer zeigt sich der Glass Elevator von seiner gefährlichsten Seite. Ein australischer Teilnehmer ist gestürzt. Gott sei Dank ohne größere Verletzungen. Für ihn ist der Traum vom Race Across America dennoch geplatzt. Für alle anderen ist es eine eindringliche Erinnerung, wie unberechenbar dieses Rennen ist. Ein Fehler, eine Unkonzentriertheit und schon kann alles vorbei sein. Grad im Schatten, 10% Luftfeuchtigkeit. Die Wüste Arizonas glüht. Martin ist bereits seit 23 Stunden unterwegs, ohne Schlafpause. Die extreme Hitze macht dem Athleten zu schaffen. Die Strecke bis Congress, Arizona, ist etwas vom härtesten, was ich je gefahren bin. Diese extreme Hitze, 45 bis 50 Grad, extrem trockene Luft, 10% Luftfeuchtigkeit, ständiger Wind, das macht es für die Atemwege sehr schwierig. Man muss ständig trinken, weil eine Dehydrierung schon in der Anfangsphase könnte ein jähes Ende bedeuten. Martin ist angeschlagen. Er quält sich über den brennend heißen Asphalt. Das Team versucht alles Mögliche, um ihn abzukühlen. Dennoch ist er mit seinen Kräften am Ende. Aufgrund der brutalen Hitze und des enormen Flüssigkeitsmangels bekommt er heftige Bauchkrämpfe. Der Körper schafft es bei diesen Temperaturen nicht mehr ordentlich zu verdauen. Oh.
Um Schlimmeres zu vermeiden, ist Martin gezwungen, eine Ruhepause einzulegen. Sein Gesundheitszustand muss jetzt genauestens beobachtet werden. Verantwortlich dafür ist Teamarzt Josef Mulzer. Warten, bis die Latte kommen. Na, die ganze Reise, die ganze Radreise ist natürlich eine enorme Belastung für den Körper. Sowohl die Anstrengung als auch, wenn enorme Hitze dazukommt. Und da ist natürlich schon das Problem, einmal, dass man zu wenig trinkt und dann die Gefahr ist, dass man austrocknet. Und zum anderen auch meistens der Appetit nicht so groß ist und dann unter Umständen auch zu wenig isst, sodass man auch mit den Kräften Probleme kriegt. Um ein bisschen da Hinweise zu kriegen, wie sich sein Kreislauf verhält, habe ich ein Sauerstoffmessgerät mit dabei und ein Pulsgerät. Und da sehe ich schon ein bisschen, inwieweit die Sauerstoffsättigung nach der Anstrengung sinkt und nach der Erholungsphase wieder ansteigt. Und vom Pulsverhalten kann man auch darauf schließen, wie sind die Erholungsphasen, bekommt das Herz-Kreislauf-System Probleme. Im Sinne, zum Beispiel könnten Extraschläge auftreten bei der Herzfrequenz, aber bisher war sein Zustand relativ stabil. Währenddessen steigt der Puls des restlichen Teams. Denn Martins Rad hat einen Platten. Die erste Feuerprobe für die Crew. Doch das Team behält einen kühlen Kopf und meistert gemeinsam die Situation. So, wir sind um 12.30 Uhr angekommen, mussten feststellen, dass wir einen Platten hatten. Sofort das Reserverad raus, das war auch ein Platten mit noch weniger Luft drinnen. Der erste Platten wurde sofort ausgetauscht, repariert. Jetzt müssen wir hoffen, dass das jetzt bis zum Ziel haltet. Einmal muss es in jedem Rennen einen Platten geben, weil das gehört dazu zum Abenteuer. Die Reifenpanne, die längere Pause haben das Team 2 Stunden hinter den ursprünglichen Zeitplan zurückgeworfen. Davon darf sich Martin jetzt nicht beirren lassen. Immerhin sind noch 4.134 Kilometer zu fahren. Genug Zeit also, um aufzuholen. Ich versuche immer nur an die Strecke bis zur nächsten Time Station zu denken. Würde ich an die 5.000 Kilometer denken, dann wäre das im Kopf nicht auszuhalten. Man muss sich nur vorstellen, wenn ich jetzt aufs Rad steige und jetzt muss ich 5000 Kilometer mit dem Rad fahren. Das haltet kein Kopf aus. Deswegen denkt man immer nur an die an die Teilstrecken von Time Station zu Time Station. Man muss sich immer kleine Zwischenziele stellen und wenn man diese erreicht hat, dann kommt ein bisschen Euphorie auf. Und diese hilft einem wieder für das nächste Zwischenziel. Eine weitere Etappe ist geschafft. Martin hat die 1100 Höhenmeter bis zur Time Station Nummer 9 erfolgreich gemeistert. Doch ein weiteres Problem macht ihm zu schaffen. Durch die enorme Hitze und das stundenlange Sitzen hat er bereits zahlreiche wunde Stellen, vor allem am Hintern. Er kann kaum noch stehen. Doch aufgeben kommt für den Brixner nicht in Frage. Ja, es war jetzt wirklich hart. Der letzte Aufstieg da ist war nicht steil, aber in der breiten Sonne zur Mittagszeit. Da kann mir so heiße Luft kommt nicht gehen. Beim Race Across America gibt es keine Gnade für die Wade, heißt es bei den Teilnehmern. Martin nimmt es sportlich, Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Der Brixner hat sich wieder gefangen. Er hat seinen Rhythmus gefunden und ist gut drauf. Die Strapazen der letzten Tage lässt er hinter sich, wie die brutale Hitze Arizonas. Entschlossen und von der Schönheit des Monument Valley inspiriert, bahnt er sich seinen Weg quer durch die USA.
Das Monument Valley durchfahren ist wirklich etwas vom Schönsten, was ich je gemacht habe. Es ist ein einzigartiges Naturschauspiel. Es gibt mir sehr viele Emotionen, Energieschübe für das weitere Rennen. Martin hat das erste Viertel des Rennens geschafft, jedem Hindernis zum Trotz. Heute hat er seit 2 Tagen zum ersten Mal wieder richtig und mit Genuss gegessen. Täglich verbraucht er zwischen 9.000 und 12.000 Kalorien. Im Schnitt muss er 400 Kalorien pro Stunde und ungefähr 12 Liter Wasser am Tag zu sich nehmen. Das ist Schwerstarbeit. Doch in diesem Moment zählt für Martin nur eins: ein kühles, leckeres Eis. Hallo, bin ich auch schnell. Etappe von heute. Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe ein paar Probleme gehabt. Durch die Hitze jetzt, die letzten Tage. Kein Appetit, aber jetzt geht's, kommt mir vor, jetzt geht es viel besser. Und wenn man da durch die Landschaft fährt, dann kriegt man wieder neue Motivation, alles zu geben und weiter zu kämpfen. L'ultra cycling non è solo una tipologia di corsa legata alla resistenza. Ultra cycling ist nicht nur ein Ausdauersport über lange Strecken. Es ist vor allem eine Frage des Kopfes, der psychischen Stärke und der Belastbarkeit. Man könnte auch Leidensfähigkeit sagen. Die Hitze ist ein großes Problem. Die Konzentration auf das Wesentliche wird fast unmöglich. Und so kommt man immer wieder aus dem Tretrhythmus. Denn dieser Tretrhythmus ist das Wichtigste. Nur wenn er stimmt, schafft man es, so lange Strecken zu bewältigen. Die Hitze macht es fast unmöglich, kontinuierlich den gleichen Rhythmus zu fahren, konzentriert zu bleiben. Aber so ist das RAM, so ist das Ultracycling. Langsam breitet sich die Nacht über das Navajo-Land aus. Auf diesen Straßen ist selten ein Auto unterwegs, geschweige denn ein Radfahrer aus Südtirol. Doch Martin hat keine Zeit für die einzigartige Schönheit der Natur. Sein Zeitfenster schließt sich zusehends. Aus den 2 Stunden Verspätung sind mittlerweile 5 geworden. Ja, es war jetzt schon heftig, fast 30 Kilometer aufwärts. Und da ist gleich kalt geworden. Wir müssen bei der Aufwärtsfahrung die Jacke anziehen. Die Extreme. Hitze, Kälte und jetzt tut es so wie Übelkeit. Gestern noch Wüste, heute gibt's die Rocky Mountains. In den Bergen ist Martin zu Hause und das merkt man. Der Wolfkriegspass in Colorado ist der höchste Punkt des Rennens. 10 Kilometer langer Aufstieg, man startet von einer Meereshöhe von 1.800 und kommt dann auf 3.309 Meter. Also ich fürchte mich nicht vor diesem Pass. Es ist eher so eine Herausforderung, jetzt werde ich dich bewältigen. Also ich gehe mehr mit diesem Gefühl an diesen Aufstieg heran. Der erfahrene Bergradler schafft den Wolf's Creek Pass bei kühlen 5 Grad in Rekordzeit und macht damit wertvolle Zeit gut. Nun ist das Team Bergmeister nur mehr 2 Stunden hinter dem Zeitplan. Damit sind sie wieder beinahe innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters. Doch dann kommt alles ganz anders. Die Schaltung des Straßenrads ist kaputt und kann nur in einem Spezialgeschäft repariert werden. Schnell wird nach einer Lösung für das Problem gesucht.
Zurzeit haben wir nur ein Radl. Wenn ja. was passiert, müssen wir warten. Also das ist im Prinzip, da ist er ganz nervös. Wir sind ganz nervös. Je früher wir das kriegen, und das ist eh super. Wenn ihr heute die stundenlange Autofahrt auf euch nehmt, zum Radl hin, das reparieren und wieder zurück, das ist super. Martin hat Glück im Unglück. Denn für die nächste Etappe braucht es kein Straßen, sondern ein Bergrad. Das gibt der restlichen Crew ein paar Stunden Zeit, um ein passendes Ersatzteil zu finden. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Für Bruno Felderer eine wahre Zerreißprobe. Denn an Martins Bergrad darf jetzt nichts schiefgehen. Sonst steht er ohne Rad da und die Uhr tickt. Der Martin hat zwei Räder mit, eins für die Berge und eins für die ebenen Strecken. Ebene Strecken deshalb, um schneller und ruhiger auf dem Sattel, auf dem Radl zu liegen. Deswegen ist unbedingt notwendig, dass das Rad repariert wird. Ja, es ist ein bisschen Stress, aber zum Glück sind wir jetzt auf die Berge und wir sind ja den ganzen Tag auf über 2000 bis 3000 Meter. Du kannst auch gut das Radl, das Bergradl benutzen, aber jetzt in Kansas und auf der Ebenefläche soll unbedingt das Radl repariert sein, damit er wieder locker kann weiterfahren. Geschafft. Nach langem Bangen ist es vollbracht. Martin hat dank seines engagierten Teams wieder zwei funktionstüchtige Räder. Super. Auch hier zeigt sich, dass Ultracycling wahre Teamarbeit ist. Es hat so den Anschein, dass man als Radfahrer alleine unterwegs ist, aber man kann lange Rennen nur erfolgreich bestehen, wenn man ein gutes und begeistertes Team an seiner Seite hat. Und jeder im Team hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und jeder im Team muss mit der gleichen Leidenschaft beim Rennen teilnehmen, wie ich als Radfahrer. Nach der erfolgreichen Radübergabe lassen Martin und seine Crew die Berge vorerst hinter sich und stellen sich einer der größten Herausforderungen des Rennens, Kansas. Tag 5. Die Hälfte des Rennens ist geschafft. Martins Körper ist am Limit. Die Hitze, der akute Schlafmangel und die kontinuierlichen Spitzenleistungen der letzten Tage haben ihn an seine Grenzen gebracht. Es gibt ein Sprichwort, das Race Across America beginnt in Kansas. Also muss ich vorstellen, Kansas ist ungefähr 600 Kilometer und es geht fast immer nur geradeaus. Normalerweise ist von allen Teilnehmern Kansas gefürchtet. Also sie fürchten sich vor der Eintönigkeit, von diesen langen Geraden, die nie enden wollen. Natürlich bekommt man den Schlafmangel mehr zu spüren. Diese monotone Strecke, nie mehr geradeaus fahren, immer den gleichen Rhythmus fahren. Es kann die Konzentration abfallen und es kann auch das eine oder andere Mal ein Sekundenschlaf auf dem Rad passieren. Da muss man dann aufpassen, es muss doch Team aufpassen, ob ich konzentriert bin, ob ich beim Einschlafen bin. In Kansas ist es nicht unüblich, dass Athleten auf ihren Rädern einschlafen und vor Erschöpfung buchstäblich in sich zusammenfallen. Denn während der letzten 5 Tage hat Martin insgesamt nur 19 Stunden geschlafen. Eine unglaubliche Belastungsprobe für Körper und Geist. Der Zeitdruck ist unbarmherzig. Man ist ständig unter Zeitdruck. Die Uhr läuft weiter. Man darf sich da nicht zu sehr in eine Stresssituation begeben und muss versuchen, sich so weit wie möglich an die eigene Rennstrategie zu halten. Das heißt, keine Zeit verschwenden, aber auch sich die Zeit nehmen, die man eingeplant hat, um dem Körper ein Minimum an Regeneration zu gönnen. Doch Martin hat keine Zeit zu verschenken. Derzeit ist er 8 Stunden in Verzug.
3 Uhr früh. Martin muss nach nur 3 Stunden Schlaf wieder aufstehen und die nächste Etappe in Angriff nehmen. Die Zeit drängt. Bruno Felderer versucht sein Bestes, um seinen Freund wieder fit zu bekommen. Mitten in der Nacht geweckt zu werden und weiterradeln zu müssen, hat was Dramatisches an sich. Man muss sich vorstellen, man hat viel zu wenig geschlafen, man kriegt wahrscheinlich ein schnelles Frühstück und muss dann aufs Rad steigen. Meistens hat man kalt, die Muskulatur schmerzt, der Körper schmerzt, die Augen bleiben kaum offen und trotzdem muss man versuchen, wieder in Schwung zu kommen. Die Krise kommt, wie sie kommen muss. Schon 2016 war die Krise im gleichen Abschnitt und heuer ist es halt wieder passiert. Es ist einfach nach 6-7 Tagen kommt die Krise und die muss man einfach überwinden. Und heute Morgen ist so, dass er da gelegen ist, eigentlich wie, als wenn er nicht da wäre. Ich habe ihn versucht zu animieren, steh auf. Er hat sich nicht gerührt, ist da gelegen. Und als es nicht mehr ging, als die Zeit einfach da war, aufzustehen, hat er sich so nach rechts auf den Bauch gelegt, die Füße aus dem Bett gestreckt, mit dem linken, zuerst den linken Fuß, dann den rechten Fuß. Und so ist er halt langsam aufgestanden, dass er da gestanden ist. Ich habe geglaubt, ich stehe sich an den Geist vor mir. So war er da gestanden, als wenn es nicht der Martin war eigentlich. Ich will nicht mehr weitermachen. Es ist nicht mehr mein Körper. Es ist, als ob ich von außen in mich hineinschaue, erzählt Martin mit kaum wahrnehmbarer Stimme in dieser kalten Nacht irgendwo in Indiana. Doch er gibt nicht auf und radelt weiter. Die mehr als 8 Tage und 3600 Kilometer im Sattel zollen ihren Tribut. Das Rennen steht auf der Kippe. Am Race Across America hat jeder Athlet mindestens einmal eine Krise. Doch wie gehen diese Spitzensportler mit solchen Situationen um? Es gibt verschiedene Momente während dem Rennen. Die Gedanken schwirren so herum. Ich versuche mich mit der Landschaft zu beschäftigen. Es gibt dann Gedanken, die das Ganze auch verdammen, wenn es mir nicht gut geht. Wo ich mir wirklich selber die Frage stelle, ja, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Dann geht mein Blick wieder nach vorne und ich konzentriere mich und stelle mir vor, wie schön wird das Gefühl sein, durchs Ziel zu fahren. Nachtruhe war eigentlich gut, 3 Stunden geschlafen. Und heute in der Früh aufwachen war eigentlich auch noch okay. Dann bin ich um 2:45 gestartet wieder. Und dann ist so eine richtige Krise gekommen. Auch deswegen, weil wenn ich jetzt mit den Aufliegern fahre, dann versuche ich den Kopf nicht so oft zu heben, damit die Muskulatur ein bisschen geschont wird. Dann schaut man so auf die Straße und sieht gleich den weißen Strich, was sich vorbei sausen. Und da fangen an, an verschiedensten Gedanken zu kommen. Das ist fast schon so eine komische Figur, sieht man. Und da, dass man nicht richtig wach ist, auch, kommt dann alles vor wie im Halbschlaf. Also das ist jetzt nicht angenehm gewesen. Weil auch da in der Weite ist ja nichts, kein Verkehr, totale Stille. Martin hat es geschafft und seine Krise überwunden. Vorerst. Denn es bleiben noch über 1300 Kilometer bis zum Ziel. Die Appalachen, der letzte Kraftakt. Martin muss jetzt all seine Reserven aktivieren, um den schwersten Aufstieg des ganzen Rennens zu bewältigen. Im nächsten Streckenabschnitt muss er insgesamt 3350 qualvolle Höhenmeter bezwingen. Ein immer knapper werdendes Rennen gegen die Zeit zeichnet sich ab. Ja, heute war es schon ein bisschen zart. Gestern war noch ein stressiger Streckenabschnitt auf der Autobahn.
brutal konzentriert, 6 Stunden lang. Das hat viel mentale Energie gekostet. Und jetzt merke ich halt, dass die mentalen Energien sind fast aufgebraucht. Ja, es ist natürlich jetzt streng, gell? Weil jetzt sind steile Aufstiege mit bis zu 10% Steigung. Und du merkst jetzt schon, da ist leider das Unterbewusstsein, was das abruft, was halt der Plan war. Aber da ist immer ein Denken, was tue ich und was tue ich nicht. Ja, jetzt das wechseln ab, positive und negative. Negative, scheiß Radl, ich will es nicht mehr sehen einmal, sondern genug. Die positive natürlich, ich sehe am Ende von dem Weg jetzt langsam ein Licht. Das was aber deutlicher wird, da tut alles weh heute. Es ist ja starr. Es ist jetzt mental einfach fokussiert bleiben. Weißt du, dass man nicht einfach sagt, jetzt geht alles auf die Socken, jetzt will ich nicht mehr. So einfach fokussiert, Ziel festhalten. In der Vorbereitung stellt man sich das ja vor. Was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen? Jetzt bin ich noch dran, aber noch nicht da. Also versuche konzentriert zu bleiben, solange es geht. Martin läuft nur mehr auf Autopilot. Er setzt das um, was er in seiner einjährigen Vorbereitung trainiert hat. Und das zahlt sich aus. Denn in den letzten Bergetappen holt er mächtig auf und macht seinen Rückstand wett. Er hat sich wieder gefangen und ist zurückgekehrt. Zurück auf die Siegerstraße. Maryland. Das Ziel ist zum Greifen nahe. Martin ist über seine Grenzen hinausgegangen. Er hat seinen Körper und seinen Geist ans äußerste Limit getrieben. Mittlerweile kann er nicht mal mehr seine Hände richtig bewegen. Doch er weiß, dass er es geschafft hat. Er weiß, dass er etwas Unfassbares erreicht hat. Wenn das Ziel näher rückt, kommt Euphorie auf. Man wird es schaffen, man kann es schaffen. Es fällt der Druck weg, den man sich selber macht. Man ist befreiter. Man wünscht sich auch den Moment herbei, an dem man nicht mehr muss in die Pedale treten. Und das Ziel vor Augen zu haben und sich vorstellen dann, das durch das Ziel zu fahren, ist eine Riesenmotivation. Das schöne Gefühl, das man haben wird, wenn man es geschafft hat, das treibt einen unheimlich an. Letzten Meter. Um Punkt 10.38 Uhr durchfährt Martin die Ziellinie an der Ostküste der USA. Yeah! Exakt 11 Tage, 18 Stunden und 12 Minuten nach dem Start in Kalifornien hat sich Martin seinen Traum erfüllt. Nun ist er zum zweiten Mal offizieller Finisher des härtesten Radrennens der Welt. Am Ende wird der Brixner Vierter in seiner Kategorie. Für das gesamte Team Bergmeister ein unvergesslicher Moment. Über die Ziellinie zu fahren, gibt einem das Gefühl, dass man alle Ziele erreichen kann, wenn man den Wille dazu hat. Viele Sachen im Leben scheinen unerreichbar, aber wenn man mit eisernen Willen, mit Leidenschaft und guten Freunden kann man unmöglich erscheinende Ziele erreichen. Und ich möchte mich bei allen, die mir geholfen haben, das Race Across America zu bewältigen, bedanken.